Herzlich willkommen bei Wie man macht. Es ist eine gute Idee von dir, dieses Video anzusehen. Heute tauchen wir ein in die faszinierende Welt des Gundermanns, eine Pflanze mit einer Mega-Wirkung. Der Gundermann ist ein wahres Wunder der Natur. Er wächst in Teppichen und gehört zu den Lippenblütlern, die ätherische Öle enthalten. Der Gundermann ist eine beeindruckende Heilpflanze. Wenn du schon mal Kontakt mit Herrn Gundermann hattest, gib diesem Video bitte einen Daumen nach oben. Schauen wir uns seine Eigenschaften genauer an. Die herz- bis nierenförmigen Blätter können bei Nierenerkrankungen und Nierensteinen unterstützend wirken. Die Wirkung ist antibakteriell, entzündungshemmend, krampflösend und verbessert die Durchblutung. Beeindruckend, oder? Der Gundermann ist wirklich ein wahrer Alleskönner unter den Heilpflanzen. Wie könnt ihr von dieser wunderbaren Pflanze profitieren? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt den Gundermann vorbeugend konsumieren, indem ihr täglich 2 bis 10 Blätter esst. Spürt in euch hinein und beobachtet, wie das eure Gesundheit stärkt. Und vergiss bitte bloß nicht, meinen Kanal hier bei YouTube zu abonnieren. Es wäre total schade, wenn du unser nächstes Video verpasst. Einen Weg, den Gundermann in deinen Alltag zu integrieren, möchte ich dir in diesem Video ans Herz legen. Dafür sammle ich eine gute Menge frischen Gundermann in der Natur. Ich habe den Gundermann gereinigt und auf das Backblech zusammen mit etwas Backpapier gegeben. Wahrscheinlich hätte man aber auf das Backpapier noch verzichten können. Alles kommt für 10 Minuten in den auf 150 Grad Celsius vorgeheizten Backofen. Die Natur hält so viele kostbare Schätze für uns bereit. Der Gundermann ist nur einer von ihnen. Ich lade euch herzlich ein, die Natur zu erkunden und von ihren Geschenken zu profitieren. Natürlich ist der Gundermann auch frisch immer ein Genuss, knusprig aber ein extra Spaß für zwischendurch. Teilt dieses Video mit euren Freunden, damit sie ebenfalls von der Power des Gundermanns erfahren. Oder stell diese Schüssel das nächste Mal einfach auf den Tisch, wenn du Besuch bekommst. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Denkt daran, die Natur ist unsere Quelle der Heilung und des Wohlbefindens. Lasst uns sie achten und pflegen, um ihre Wunder auch für kommende Generationen zu bewahren. Also moin, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Und denkt immer daran, dass ihr alles erreichen könnt, was ihr euch vornehmt.